Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Episode mit mir, Wehofner, bei Zeppelin. So. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und ich möchte sagen, dass ich hier eine kleine Neuerung einführe. Nicht, nein. Ihr werdet merken, es dudelt weiter Zeppelin-untypische Musik. Und ich konnte mir exklusiv von... Also ich darf hier Musik von CZ-Tunes spielen. Oder CZ-Tunes, wie man ihn ausspricht. Falls ihr Fragen, falls ihr ihn nicht kennen solltet. Er macht Remixe von C64 Spielemusiken. Aber nicht nur C64, auch Amiga. Und ja, und ich freue mich darüber, dass ich die Musik hier verwenden darf. Also, weiter geht's. Ich hoffe, die Musik gefällt euch. Ich habe mir gedacht, ich baue sie mal ein, weil sie Retro ist. Ja, passend zum Spielen. Passend zu meinen Let's Plays. Und ja, ich kenne seine Remixe schon seit 2001. Es gibt da so eine kleine Seite, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie sie heißt. Da werden seit über 10 Jahren jetzt neu produzierte C64-Remixe veröffentlicht. Und daher habe ich seine Musiken kennengelernt. Ich werde mal nachher die Links zu seiner Homepage und zur Homepage von den C64-Remixen online stellen, falls euch interessieren sollte. Gut, die kann auch wieder los, ne? Ja, also, ich hoffe, seine Musiken gefallen euch. Da sind Musiken drunter, wie, Remixe drunter zu den Spielen, Bubble Bubble oder Bomb Jack oder No Mercy. Aber ihr werdet es sicher selber erkennen. Also dann, würde ich sagen, viel Spaß bei meinem Let's Play und viel Spaß beim Hören. So, ab nach Berlin. Jawohl, Sir. Und was mir auch immer auffällt, auch hier drunten unter dem Captain steht Jawohl, Sir, obwohl das ganze Spiel in Englisch jetzt ist. Da müsste ja was anderes stehen, nicht? Aber egal. So Kleinigkeiten fallen mir auf. So, in 2 Tagen haben wir den ersten Super Zeppelin für unsere Flotte. Sarah, die Executor, die will ich gar nicht mehr reparieren. Needing Repair. Dann möchte ich die beiden nämlich... Die Executor und die alte Zeppelin, die werden dann komplett aus dem Programm getilgt. Und ja, da dudelt The Last Ninja, falls es keiner kennen sollte. So, damit ist der erste Super Zeppelin fertig. Das wird dann... Ach Gottchen. Das wird dann die Zeppelin 2 werden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Executor Wehofner 2. Das ist... Wow, sogar 750 Passagiere können wir damit aufnehmen. Im Vergleich zur Z6 und zur Z7 ist das einiges. Und Geschwindigkeit fast doppelt so schnell als die Z6. Das ist der letzte Zeppelin in der Erforschungsstufe, soweit ich weiß. Wir können ja mal testweise nachher ein bisschen weiter forschen, wenn wir die Zeppeline komplett ersetzt haben. Und das bringt natürlich Geld ohne Ende. Natürlich Helium, was sonst. Und ich bin dafür, dass wir den jetzt echt mal nach New York fliegen lassen. Kann der Fracht mitnehmen. Aber wir können auch mal nach Moskau fliegen mit dem Gerät.
Jetzt kann man auch richtig Transporte mit den Geräten fliegen. Fly to the sky. Nein, wir fliegen jetzt nach Moskau. Ach Gottchen. Moskau. 400, seid ihr Schugge. 1300 Mann Minimum. Über einen großen Teich 1500. Ja, das gibt jetzt Schotter ohne Ende. Wenn wir davon jetzt drei Stück haben, leck die Kuh am Arsch, du. Versuchen wir 3005. Ist mir jetzt egal, wie viel da mitfliegen. Aber 135 geht ja auch noch. Die Executor 2 möchte ich nicht reparieren lassen. Lass ich mal eben in Reparatur. So, auf geht's. Und ihr seht schon, das Ding, das beamt sich fast über die Landstraße hier. Ach, über die Landstraße, sag ich schon. Über die Landkarte. Damit können wir jetzt einen neuen Rekord versuchen. Ich werde jetzt mal nämlich die Zeppelin 2 nach New Delhi schicken. Und dann von New Delhi nach New Mexico. Alter, volles Programm. Jetzt nähert sich langsam die 20.000er-Marke. Das freut mich. Können wir irgendwas mitnehmen nach New York? Natürlich nicht. Tanki Tanki brauchen wir nicht. Dann fahren wir nach New York. Jawohl, Sir. Jetzt mit den Super Zeppelinen fängt Zeppelin also an, Spaß zu machen. Weil der beamt sich mit 210 Kilometer die Stunde wirklich über den ganzen Teich hier, über die ganze Erde. So, und der fliegt dann natürlich nach New York. Einzige Probleme, die wir haben werden, wahrscheinlich ist, dass uns die Gewitterstürme einen Strich durch die Rechnung machen. Ah, okay. Ja, Needing Repair, da will ich ja nichts mehr mitmachen mit der Executor 2. Die wird aufgetankt. So. Irgendwas an Frachten, die wir mitnehmen können, natürlich nicht. Ich wollte mir was gucken. Flugrekorde. Immer WOFNER. Ja. Vielleicht können wir unseren eigenen Rekord von New Delhi nach New Mexico brechen. Versuchen wir es mal. Und die wird jetzt fliegen von und ich bin dafür, dass wir uns mal hier ein Depot hier anlegen. So. Und jetzt wird gefahren von New Delhi nach Mexico City. Da können wir jetzt auch ein bisschen die Preise erhöhen. So. Und weiter geht's. Und zum Glück habe ich die letzten noch repariert, ey. Ja, auch das Ding wird anfälliger für Schäden, so wie es aussieht. So, mal gucken, wie die Zeppelin 2 die ganze Route verkraftet. So, wie gesagt, als nächstes wird die Executor 2 verschrottet. Danach die WOFNER 2. Dann haben wir dann drei Super Zeppelin im Angebot. Notification from the WOFNER Works. Alles klar, neuer Zeppelin ist fertig. Was steht hier? The sale of someone out tools needs. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das scheint gut gewesen zu sein.
So, wir hören im Hintergrund Bombshack 2. Und weiter geht's hier. Executor wird verschrottet. Scrap. Executor 2. Damit kommt die Executor 3 auf den Plan. Bam, 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 bam. So. Die fliegt dann, würde ich sagen, von Berlin nach New Delhi. Helium, wenn es geht. Keine Frachten. New Delhi, was habe ich gesagt? 1350 war das, ne? Man sieht da schon Frachtkapazität 95. Wenn ich da ans erste Luftschiff denke mit Frachtkapazität 1, also da kann man ganz schön Sachen mit aufnehmen. Das ist die Creme der Creme, die Luftschiffe. Ich glaube 50 war das, ne? 750, passt schon. So, wenn jetzt die drei Schiffe ausgereizt sind, dann bringen wir uns auch schon einiges an Geld an. Also 20 Millionen haben wir jetzt aber schon. Oder die Waldfee, sag ich da nur. Die muss mal eben repariert werden. Und die wird dann als nächstes ausgetauscht. Kein Fuel, aber wenn die jetzt gleich noch gut nach Hause kommt, dann bekommt die eine Werbung aufgebrummt. Lass uns von da nach Berlin fliegen. Fahren, fahren, Heckenperiode, fahren. 21 Millionen, das geht heute langsam hier. Um den, aber wir haben keinen neuen Weltrekord aufgebrochen, weil es der Sturm. Ach, ich dachte immer Sturm, ihr wisst schon, was ich meine. Uns aufgehalten hat. Oh oh. Die Repairs. Das wird wieder Abenteuerflug über den großen, weiten Atlantik werden. Auch mit dem Super Zeppelin, wie ihr seht. Aber wir sind noch im Hafen angekommen. Das geht doch hier noch und wieder rundherum fliegen. Klar, machen wir doch gerne. Winter Oktober. Ist das Ding wieder reparaturbedürftig? Gerade repariert schon wieder. Okay. Kann auch sein, dass die dann vielleicht auch jetzt schon. Was war wohl wieder nach Bagdad? Komm, machen wir Bagdad. Autsch! Mist, da war was. Bagdad ist hier. Nee, da. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Na gut, dann kriegen wir halt die erste Konventionalstrafe. Ich kann den Zeppelin nicht fahren lassen. Weil nie den Repairs nämlich scheiße. Da habe ich gerade nicht drauf. Da habe ich nicht drauf geachtet. Kommt vor! Okay, jetzt habe ich vergessen, alles dafür fliegen zu lassen. Kommt auch vor. Fahren, meine ich. Fahren, 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 fahren. Der wieder nach New York. Gut, damit haben wir zuerst die Kommissionalstrafe, kommen wir 21 Millionen, können wir verkraften, also. Die
Time aus der Portokasse mittlerweile. Das fährt jetzt mal. Ich dachte, fahren, nicht Airship. Nach Berlin, so. Ich erzähle wieder Scheiße hier, aber egal. Ah, jetzt kommt Bubble Bubble. Aber ich habe doch gesagt, ihr sollt selber raten. So ist er nun mal, der Weg, ne? $22 Millionen, das geht jetzt hier aufwärts, Leute. Und das sind jetzt die Punkte, in denen das Spiel anfängt, langweilig zu werden. The IAF, International, was für Ding? Aviation Federation, wurde in Paris gegründet, okay. So, damit wird auch die W-Hofner 2 ersetzt. Was für ein Ding? Eine Gerichtsverhandlung gegen einen Journalisten. Oh, wir kriegen 13.000 Pounds. Sehr gut. So, damit wird die W-Hofner 2 gleich ersetzt. Damit befinden wir uns jetzt langsam in der Phase des Spiels, wo es anfängt, langweiliger zu werden. Was für ein Ding? Achso, die ist ja noch in Reparatur. So, jetzt wird es Zeit für Werbung. Nehmen wir mal die Stahl AG. Auf nach New Delhi mit dem Gerät hier. Ja, 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 ich bin ja immer noch verheiratet. Schön, nicht? Aber die reparieren wir auch gar nicht mehr. Aber ihr seht schon, die Kabine scheint die Schwachstelle an diesem Zeppelinchen hier zu sein. Die wird so wie das gescrapped, dadurch dann wird die W-Hofner 3 in den Dienst gestellt. Da braucht man nicht zu reparieren. Ja, genau. Ja, genau. Nach 76.000, Mensch, die Portokasse. Kann ich dafür, das Ding ist in Reparatur gewesen. Ein Interview mit einer deutschen... mit einem deutschen Flugmagazin bringt uns irgendwas ein. Aber was? Geld meistens. Auch 2000. Das geht doch. So, die W-Hofner wird jetzt gescrapped. Weg mit der Scheiße. Und ein neues Schiff wird in Dienst gestellt. W-Hofner 3. So, wieder den ganzen Markt da kaufen. 6 Schiffe, aber wir stellen sie jetzt zurück und müssen ein bisschen Geld sparen. Wieder zurück auf 100 Workers. Da die Zeppeline uns jetzt selber eine Einnahmequelle bringen, können wir uns da jetzt ein bisschen mit Zeit lassen. Aber ich werde hier mal testweise mal hier wieder die Forschung anstimmen. Würde mich mal interessieren, ob es auch eine Z9 gibt oder so. Weil danach habe ich mir aufgehört zu forschen. Schauen wir mal, vielleicht sind das hier schon zukünftige Zeppeline. Okay, das Ding ist eine Reparatur. Auftanken. Das Ding ist neu. Ich muss auch mal komplett...
Ach, verdammt. Aber den Fehler können wir uns erlauben. Wir haben ja genug Geld mittlerweile. Irgendwelche Aufträge lieber? Nein, können wir nicht. Gut. Wir fahren nach New York. Das gibt jetzt Schotter. 1500 Pounds mal 750. Jetzt haben wir eigentlich den guten Aufstieg geschafft. Geldtechnisch passiert uns dann nichts mehr und wir können langsam anfangen, mehrere Fluglinien um die Welt zu spannen. So gefällt mir das. Oh. Immer noch am Regnen. Also, ich regne heute schon den ganzen Tag, du. Was ist denn heute? Heute ist ich. Heute ist der 25. Ja. Der 25. Juni 2011. Und ein langweiliger, feiger Tag ist. Ist heute. Da fehlen einige Worte. Wieder mal den ganzen Markt hier kaufen. So sind wir es gewohnt von mir. Ah, darf ich Werbung? Darf ich schon Werbung geschaltet? Das sind die in Berlin. Nein. Ja, nee, ist klar. Naja, die kommt ja genau daher, stimmt. Die fliegt normalerweise nach Kairo. 1300. Weiß ich gar nicht, was war. Stimmt, das war 1340. Hier ist New Daily. Muss gar nicht aufgetankt werden. Auf nach Berlin. 25 Millionen. Ihr seht schon, die riesigen Schiffe spülen ein das Geld nur so in die Kasse. Man braucht gar nichts mehr zu machen, man nimmt sich einfach zurück. Achtet mal, 26, fast 27 Millionen. So schnell geht das mit drei Superschiffen. Da können wir uns wirklich dran wagen und die Luftlinien weiter ausbauen. Da spielt nochmal Geld in die Kasse. Wir befinden uns im Jahre im Spiel im Jahre 1905, 2. November. Und noch über 30 Jahre geht das Spiel. Natürlich in Spielzeit, nicht in Echtzeit. Oh, oh, oh. Gott, oh Gott, an welcher 63, du? Nee, lass mal. Und 30 Jahre vom Computer hocken, ich weiß gar nicht. Dann sieht der Computer schon wieder anders aus. Obwohl, was haben wir jetzt? 2011? 1982 kam der C64, also so viel hat sich da auch nichts verändert, außer dass die Computer schneller geworden sind. Schneller, mehr Speicher und die Grafik sieht besser aus. Aber ich bleib immer noch bei guten alten C64. Wisst ihr, das Interessante ist ja am C64. Als ich damit angefangen habe mit der Computerei, das war so im Jahre 1986, 87, da war der C128er mein erster Computer. Das war so, weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, das waren so drei Computer in einem: C64, C128er und ja, CPM. Herr Commodore hat sich gedacht, auf dem PC ist CPM zu Hause, bauen wir noch CPM mit bei uns mit ein. So konnte man dann CPM-Programme auf dem 128er laufen lassen. Aber leider war Commodore da etwas zu also etwas.